Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Green Skies in meiner laggy Welt. Oh Mann, ich muss mal runter, ich muss mein Jetpack aufladen. Ich muss dringend mal zusehen, dass ich hier Optifine installiere oder irgendwas mache. Weil so geht's nicht weiter. Ich falle hier auf 20 FPS. Das fällt in Minecraft jetzt nicht so sehr auf, weil die Texturen jetzt nicht so krass überladen dreht, was weiß ich, sind. Trotzdem stört es mich gewaltig. Er kriegt es einfach nicht mehr hin. Und das nervt mich persönlich ziemlich. Ja, ist blöd, kann man aber jetzt zuerst mal nichts dran ändern. Was steht an? Was ist Phase? Was muss getan werden? Ich würde gerne noch einen weiteren Reaktor bauen, um das Ding hier aufzubauen. Ich habe hier noch lustigerweise ein Ding hängen. So mal so, einfach so. Ach ja, hier haben wir ja die Geschichte. Oh, da ist sogar noch Menulium drin. Cool. Währenddessen gucke ich vorher ganz kurz mal hier rein. Click here to start. Wir sind für eine ganze Bees and Trees. Da haben wir immer noch das Problem mit den Enderperlen. Richtig, das ignorieren wir. We are a Wizard Steve here, not the Enderperlen. 95% bei Purple Madness. Sehr schön. Nee, Infinite Power brauchen wir Endings, brauchen wir Dings. Und Dirt Collection geht's noch nicht weiter. Da brauchen wir, wie schon des Öfteren erwähnt, 600.000 Dirt. Die wir noch nicht haben. Da brauchen wir noch mehr. Da muss noch was gehen. So. Was ich hier, glaube ich, mal mache, ist, den ganzen Kleinradatsch hier. Aua. Abbauen. Ich brauche die hier eigentlich nicht mehr. Wenn ich das so sagen darf. Beziehungsweise, ich werde es jetzt mal anders machen. Ich baue jetzt erstmal das hier weg. So. Das machen wir aus. Stopp. Da will ich nicht hin. Aus. So. Ebenfalls werden wir hier die Zufuhr kappen. Wird alles erstmal nicht mehr gebraucht. Oh, wieso ist da nicht ausgeleuchtet? Das ist unschön. Das wollen wir so nicht sehen. So. Und jetzt warten wir quasi drauf, dass die Dinger leer gehen. Hier holen wir die Lava raus. Mit Eimern. Oder kann ich die Lava dann irgendwo anders gebrauchen? Das ist jetzt die Frage. Das Ding hier können wir auch erstmal stoppen. Wir bauen es einfach mal ab. Und schon kommt mir da was entgegengeflattert. Lalalala, Cobblestone. Hi. Du kannst auch weg. Und du bist voll mit Cobblestone, genau. Also nehmen wir den Cobblestone raus und bringen ihn hier ins System. So, das und das kann da rein, genauso wie das und das. So, jetzt haben wir jede Menge Lava. Was machen wir mit besagter Lava? Und wie kriege ich die Energie aus den Dingern hier raus? Ich könnte einfach die Energiezufuhr in jede andere Richtung kappen. Dann müsste er das nehmen. Ne, aber ob das so schlau ist, weiß ich nicht. Weil er verbraucht es jetzt gar nicht, weil die Energie von woanders einfach effektiver genutzt werden kann. Egal, ich lasse jetzt erstmal stehen. Ich möchte die Lava aber eigentlich nicht vergeuden. Aber was bleibt mir groß anderes übrig? Hey, ganz ruhig. Mitkommen. Die sind verhaftet. So, das nehmen wir mit. Einmal da rein. Rams. Okay, und die Dinger hier. Ach, wisst ihr was, wenn ich Lava brauche, hole ich mir Lava. Es sei denn, ich möchte mir noch. Ah, wofür denn? Wofür brauche ich so viel Lava? Für nix. Für nix brauche ich so viel Lava. Dann können wir das hier viel besser nutzen, den Platz. So, wir sammeln alles ein. Danke. Der kommt auch weg. Das sind so die Überbleibsel von früheren Zeiten, die wir hier haben. Was wir auch rausbauen, ist das hier. Nein, nicht runterfallen. Ich brauche euch doch. Halt, stopp, aus. Hier geblieben. Nein, alles tot. Nein. Okay, zumachen. Die Geschichte.
So. Ah, oh, das ist doch blöd hier. Das ist doch blöd. Die Energie wird überhaupt nicht verwendet. Das ist doch kacke. Kacke ist das. So, hier machen wir dicht. Dass ich da nicht hinrenne. Tja. Energie. Wo kriegen die ihre Energie her? Also die Energie läuft komplett darüber. Wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, hey, ich cutte euch mal hier die Energie weg, dann müsste theoretisch hier Energie rausgehen. Oh, ach du Heiliger. Okay. Dann wird hier schon mal leer gesaugt. Dann ist doch schon mal, jawoll ja. Jetzt sieht man auch mal, wie viel Energie hier gebraucht wird. Ist das krass. Ist auch schon krass. Alter. Look at this. Alter Verwalter. Der ist leer. Der noch nicht. Der wird jetzt leer gezogen. Jausa. Krass. Das ist ja mal geil. Ja, er versucht noch nachzuproduzieren, aber ehrlich gesagt ist mir das egal. Der ist auch leer. Der noch nicht. Der bald. Der ist schon leer. Der ist bald leer. Geil, ey. Das ist so geil. Wie hier, dass ich mir hier die Energie rausjagt. Der ist leer. Der ist bald leer. Er kommt auch schon mehr hinterher mit dem Produzieren hier. Geile Mart, weg. Jupp. Also, jetzt werden sie alle leer gezogen. Wahrscheinlich von oben von den Plantern und so weiter. Pff, geil. Das auch. Eieiei. Der ist leer. Oh, hi. Oh, ach, die haben ja beleuchtet hier. Hahaha. Fackeln. Torch. Kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte, ich brauche Hilfe. So, leer und leer. Heißt no more energy for Kollegas. Gehört dann auch hier einmal den und dann kann ich hier einfach wieder, jups. Und schon läuft die Geschichte wieder. Die kann ich abbauen, die sind ohne Funktion. Gehört, die kriegen da, die kriegen alle wieder ihren Strom. Schöne Sache. Coolio. Also, was machen wir jetzt? Ich wollte einen Reaktor bauen. Hatte ich das nicht gesagt? Ich glaube, ich hatte das erwähnt. Je voudrais builder un réacteur. Reakteures Grandes. So. Was bauen wir uns hier? Pulverstein und Sulfur. Hier bauen wir uns Hardenglas. Mit Import und so. Gut. Was brauchen wir für einen Reaktor? Wir brauchen Reaktor Casing. Reaktor Casing 120. Das hört sich schon mal gut an. Dann brauchen wir jede Menge Reaktorglas. Oh ja, da ist noch mal, aber da brauchen wir noch wesentlich mehr. Jupp, ich brauche insgesamt 125. Das sind schon mal keine 125. Das sind 128. Das ist doch gut. Ja, 100, sogar ein paar mehr. Gut. Jetzt brauche ich Reaktor Casings wieder. 64, sieht gut aus. Gut, ich brauche Reaktor Power Tap. Genau. Ich sollte vielleicht da wieder ein paar davon reinlegen. Langsam Reaktor Casing. Control Rod, genau, einmal. Power Reaktor Controller, natürlich. Der kann weg. Reaktor Controller. Access Port. Eins, zweimal, bitte. Rednet Port brauchen wir nicht. Redstone Port brauchen wir nicht. Bio Reactor brauchen wir auch nicht. Jetzt brauchen wir nur noch Fuel Rod. Yellorium Fuel Rod. Genau die. 1, 2, 3, 4, 5. Schön. Gut. Also, damit flattern wir mal hier rüber. Wo wollen wir den Reaktor aufbauen? Den würde ich gerne irgendwo hier hinstellen. Quasi so mitten in die Pampa und mitten hier so in die Plüsen. Also mitten ins Nirgendwo quasi.
Hier, irgendwo. So in der Art. Jetzt muss ich erstmal die Höhe austarieren. Ich brauche da drüber 2 Stück Platz, dass ich darin rumlaufen kann. Dann einen gebührenden Abstand. Und dann können wir hier einfach mal... Gebührenden Abstand wäre irgendwie so... Ja, der Abstand ist gut. Der Abstand ist schon echt gut. So, da machen wir jetzt einfach den dahin. So, jetzt beginnen wir 5 in die Richtung. 1, 2, 3, 4, 5 und dann nochmal 2. 1, 2. Da wir 7 brauchen. Wir sind ja 5 breit, dann nehmen wir 7. Feine Sache. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die Verbindung aus den beiden. Lalalala. Hallo? Würden Sie kurz... was haben wir jetzt bekommen? Fixing up the where should... You... Oh! Handling the God. Oh, ist das schön. Ich... Gott hat jetzt... ist jetzt... besser geworden. Weil das so ist. Ach, hier habe ich ja schon eine Laterne hingestellt. Auch nicht schlecht. Wo habe ich jetzt meine da? Dankeschön. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Zu gütig. So. Und so. Habe ich das jetzt richtig? Jawohl, ja. Okay, dann können wir eigentlich die hier oben schon mal wegbauen. Die sind dann später nur im Weg. Söderle. Söderle, sagte ich. Sagte er. Oh, einmal kurz recken, strecken und so weiter. Oh, wenn es so mal sein muss. Oh, fuck. Ich habe vergessen, mir die Zeit zu stellen. Fuck, wo ist mein Handy? Fuck. Fuck und... Ah, Handy. Hi. Da ruft man danach und dann taucht es plötzlich auf. So. Timer. Ich habe keine Ahnung. Es sind 10 Minuten vergangen, vielleicht. Oder wahrscheinlich sind es schon 15, aber egal. Wird die Folge wieder 14 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war scheiß... So, hier nochmal. Rotwalli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da nochmal. Tralali, tralala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier die Verbindung schaffen. So irgendwie. Und hier. Oh, habe ich es jetzt richtig gemacht? Ja, sieht gut aus. Wieso macht er das nicht? Was soll das? Warum? Hey, was? Das und das hätte ich gerne. Erstmal muss ich hier Fackeln setzen, weil sonst habe ich hier gleich Freunde stehen, die ich nicht haben möchte. Ja, alle kennt solche Freunde. Freunde, die ihr eigentlich gar nicht haben möchtet, aber sie sind halt doch irgendwie da und manchmal seid ihr doch froh, dass sie da sind und so. Weißt du, diese Nerven. Ja, hat jeder mal gehabt. So, also, jetzt legen wir erstmal den Boden mit Reaktorglas aus. So irgendwie. Der Boden braucht Reaktorglas. Der ist so richtig, oder? Boden. Oh, ich habe den Boden so gemacht. Da sehe ich den Boden nicht. Der Boden geht aber mit Reaktorglas, oder? Ich bin ziemlich sicher, dass der Boden mit Reaktorglas geht. Erzähl mir keinen Scheiß. Ne, mach mich nicht kirre hier. Das geht schon. Das wird schon gehen. Schönes Reaktorglas. Ich könnte den auch kompletto mit dem Reaktor Casing bauen. Will ich aber gar nicht. Weil das dann dazu führen würde, dass nie. Also, nee, einfach nö. Danke. So, dahin. Den da. Und da. Cookie bei einer da. Gleich machen wir hier. Den ganzen Versorgungskladderadatsch, den packen wir. Nummer. Not enough reactor to. Was? Achso. Sorry. Sorry. Das war nicht ganz richtig. Hallo. Kannst du hier mal. Bitte, danke. So. Machen wir hier mal dicht. So. In die Richtung hätte ich sehr gerne eine Reihe Reaktorglas. Dann noch eine Reihe Reaktorglas. Man glaubt es kaum. Dann, wow, noch eine Reihe Reaktorglas. Ja, leckt's mir am Arsch. So.
Dann möchte man hier gerne haben einmal die beiden Access Ports, die wir einfach mal hier in die Ecke setzen. Hoppala, so. Dann den Controller. Controller. Oh, der Power Tab fehlt noch. Ha! Wie konnte ich nur. Ah, das war falsch. Das war falsch. Weg. Der Controller, bitte. Der kann auch nichts kontrollen. Power Tab brauche ich noch. Ja, top Power Tab. Zu ihren Diensten. Wieso renne ich eigentlich hier hinten hin? Reaktor. Controller. Power Tab. Den brauche ich noch. So. Mitkommen. Sie sind verhaftet. Keinen Widerstand leisten, sonst sieht es böse für sie aus. So, warte mal, hier machen wir einmal kurz Outlet Mode. Eject Waste. Passt. Okay, hier kann ich dann wieder dicht machen mit die Glas. Mit die Glas machen wir dicht. So. Die Glas. Ah, warum? Hüpferle. Einmal hier. Machen dicht hier. Ist sie richtig. So und so. Und dann hier. Oh, nochmal das gleiche Gemüse. Allerdings nicht komplett, weil ich da noch ran muss. So, die Decke. Erstmal in die Mitte muss noch die Fuel Rod. Das war falsch. Doch, das ist die Fuel Rod. Ich habe mich verbaut. Fuck! Sollte aber eigentlich kein Problem sein, oder? Das sollte kein Problem sein, dass ich mich hier verbaut habe. Oh, ich Idiot. Mann, wie kann man nur so dämlich sein? Einmal retour. Wie kann man nur so dämlich sein? Kannst du denn nicht zählen, du Arsch? Wieso kannst du nicht zählen? Oh, lalalala. Wieso kannst du nicht zählen? Du bist so eine dumme Sau. Jetzt darfst du alles kaputt machen. Zum Glück geht dabei nichts verloren. Außer vielleicht deiner Ehre, tralali und tralala. So. Hoppala. Einmal hier, danke. Weg. Hoppala. Weg. Und auch hier einmal retour. So, und hier nochmal weg. Ach, das hat zum Kotzen. Warum? Warum tut ihr mir das an? Ihr seid schuld. Also ich bin selber schuld, aber egal. Ich brauche jetzt einen Sündenbock. Ich brauche jetzt dringend mal einen Sündenbock. So. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus. So. Haha. So, und hier nochmal einen hin. Okay. Wo ist mein Glas? Und irgendwie habe ich mich schon wieder verrechnet mit meinem Glas. Das passt doch schon wieder nicht, oder? Kann nicht passen. Ich brauche ja auch 6x25. 150 brauche ich ja auch nicht. 125. Ich Horst! Sorry. So. Jetzt hätte ich gerne einmal das Kontrollrod hier ran. Ah, ne, hier. Ja, Control Rod. Und einmal die Lorium Fuel Rod. So. Okay. Und jetzt brauche ich jede Menge Redstone. Das heißt dann wohl, wir schnappen uns Redstone. Und Buckets.
ein bisschen ein paar mehr Buckets, wo wir ein paar bauen. So. Mitkommen. Leck. Okay, rein damit. Das sieht gut aus. Oh, wir sind ja eh noch voll. Hupsi. So. Fülle mir die Eimer. Die sind natürlich jetzt nicht stapelbar. Wäre ja auch zu schön. La 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 la. So, jetzt brauche ich nichts. Ich muss jetzt einfach mal rübergehen und gucken, dass das funktioniert. Njong. So. Also, wir fangen mal hier in der Ecke an. Eins. Okay, jetzt ist unten schon mal alles geflutet. Ich sollte da nicht reinfliegen, das ist keine gute Idee. Wir schnappen uns den nächsten Eimer und platzieren ihn da. Sieht gut aus. Der nächste Eimer. Möge sich bitte... Oh, Jetpack. Enabled. Oh. Mach mich nicht fertig. So. Da platziert. Dann machen wir hier mal die nächste Reihe dicht. Und gucken weiter. Hoppala. Hoppala. So. Wir nehmen uns die hier und platzieren sie einmal da. Und wenn wir die mal kurz rüberpacken, kommt noch einer dahin. Damit ist die das fertig. Okay. Mehr Glas, bitte. So. Dann kommt da ein Bucket hin. Schön. Rams, 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 Rams. Und da ein Bucket hin. Da brauchen wir die nächste Reihe. Dafür haben wir nicht mehr genug Glas. Wir brauchen mehr Glas. Reaktorglas, Reaktorglas. Ich brauche mehr Reaktorglas, ja. Reaktorglas, Reaktorglas. Reaktorglas. Da haben wir noch zwei. Machen wir uns nochmal einen Stack mehr. 42. Ja, muss reichen. Gut, wir machen jetzt aber hier auch erstmal wieder eine kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Minecraft Green Skies. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich mehr freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Bis dahin, ciao.